Herzlich willkommen zum zweitgrößten Radrennen Europas. Mitten in Berlin, in der Hauptstadt, das erste Pro-Race überhaupt. Auf geschichtsträchtiger Strecke sind die Großen und die Kleinen unterwegs. Mitorganisiert von Erik Zabel. Mit dabei gut 13.000 Freizeitsportler, jeder ein Gewinner für sich. Bei den Profis ist die Weltklasse am Start, in und um Berlin herum. Freuen Sie sich auf ein attraktives Feld, auf ein spannendes Rennen. Freuen Sie sich auch auf die Randgeschichten abseits der Strecke. Berlin hat jedem etwas zu bieten. Erleben Sie die Zuspitzung des Rennens mit einem dramatischen Ende. Beobachten Sie Supermodel Franziska Knuppe und Erik Zabel, zwei sehr unterschiedliche Prominente auf dem Rennrad. Genießen Sie jetzt die Faszination Radsport mitten in Berlin. Eine Stunde vor dem Start zum Pro-Race, zum Rennen der Profis. Erik Zabel, hier rechts, Sportdirektor des Rennens, zu Besuch bei der HTC Heirot-Mannschaft. Links mit der Sonnenbrille John Degenkolb, der deutsche U23-Meister aus dem vergangenen Jahr, dem der junge Belgier und Teamkollege Jan Gieseling hier helfen soll. Degenkolb ist in Berlin der Kapitän der Mannschaft, die seit 2 Jahren von einem taiwanesischen Hersteller für Smartphones gesponsert wird und nun als HTC Heirot hier in Berlin an den Start geht. Ja, ich bin sehr froh, hier am Start zu sein, weil es, wie gesagt, auch was Besonderes in der Hauptstadt zu fahren als Deutscher. Und ich denke, dass es eine super Veranstaltung wird. Ich hoffe, dass das Wetter hält. Im Moment sieht es ein bisschen durchwachsen aus, aber ich bin sehr zuversichtlich. Stefan, ist das nicht? Unmittelbar vor dem Brandenburger Tor. Die Vorstellung der Mannschaften. Die Fahrer aus der Rothoft. Allen voran die der Lokalmatadoren. Das LKT-Team Brandenburg zum Beispiel, angeführt vom Weltmeister und Olympiasieger Robert Bartko, der die Strecke hier bestens kennt, weil er in Potsdam geboren ist. Bartko und seine Mannschaft, hier allerdings nur Außenseiter, wenn auch mit Heimvorteil, der ja nicht zu unterschätzen ist. Ja, ich bin doch ziemlich aufgeregt inzwischen und freue mich aber auch viel mehr auf das Rennen. Es geht durch meine Heimat, ich kenne die Strecke zum größten Teil und freue mich einfach nur, mich hier heute präsentieren zu können. Robert Bartko lebt in Ludwigsfelde, einem wichtigen Punkt auf der Strecke. Das polnische CCC Polsa-Team begrüßt die Mannschaft von NetApp, die ihren Sitz in Oberbayern und eine amerikanische Computerfirma als Geldgeber hat. Das Ziel ist es, im nächsten Jahr an der Tour de France teilzunehmen. Während NetApp sich einschreibt, hören wir mal bei einer deutschen Hoffnung nach bei André Greipel. Nervosität hat man immer gewissermaßen vor jedem Radrennen. Aber gut, beim deutschen Rennen möchte man natürlich ein bisschen was zeigen, auch dem deutschen Publikum. Und da ist man schon ein bisschen mehr nervös. Einer der Besten des Frühjahrs war bisher Marcel Kittel vom Skill Shimano Team. Kittel konnte zuletzt bei den 4 Tagen von Dünkirchen gleich 4 Etappen gewinnen und ist damit auch in Berlin einer der Favoriten. Wie gesagt, Marcel Kittel, wir haben letzte Woche schon von Rund. Ja gut, das Profil macht es natürlich leicht heute. Es sind keine Berge dabei und man muss sehen, wie der Wind läuft. Manchmal sind solche Rennen auch gefährlich, aber ich denke, es sind einige Mannschaften, weil viele Sprinter eben auch am Start sind, mit dem Interesse hier, dass ein Sprint am Ende stattfindet. Und ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass es einen großen Sprint gibt. Marcel Kittel ist gerade 23 geworden und schon Juniorenweltmeister. Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Eine große Vergangenheit hat dagegen Stuart O'Grady, der Australier, der genauso beim Team Leopard Trek unterschrieben hat, wie auch Fabian Cancellara, der Olympiasieger. Der Schweizer gewann schon Paris-Roubaix, die Flandern-Rundfahrt und Mailand-Sanremo. In Berlin will er vor allem für seinen Teamkollegen, den jungen Italiener Giacomo Nizzolo, fahren, der ein ausgezeichneter Sprinter ist. Ich denke, wir werden alles probieren, was wir können mit Nizzolo, dass wir vielleicht einen Sprint fahren können. Gleich, was wir
sag jetzt mal, wie ein Team von Greipel oder mit Degenkolb, dass man vielleicht mehr das Auge auf die wirkt, dass die mehr Führungsarbeiten verrichten oder dass die den Druck haben. Und schauen wir, wie es geht und hoffe, wenn wir auf die Zielrunde kommen, mal ein bisschen links und rechts gucken, was da so alles ist. Selbst für so erfahrene Profis wie Cancellara oder O'Grady ist dieses Rennen in Berlin also etwas ganz Besonderes. Erst recht für Heinrich Hausler, hier links. Seine Leistungsfähigkeit beim Team Garmin-Cervelo ist derzeit aber nur schwer einzuschätzen nach einem eher durchwachsenen Frühjahr ohne große Erfolge. Also wir haben Pause gemacht nach den Klassikern und jetzt haben 3-4 Wochen Training in die Beine und unser erster Wettkampf. Ist immer schwierig zu sagen, wo man ist. Also man muss halt schauen, wie es im Rennen wie es läuft. Als letztes präsentiert sich das bereits angesprochene erfolgreiche HTC Highroad-Team um John Degenkolb aus Gera. Bereit für das Rennen also die Mannschaft, die Fahrer und auch die Stadt Berlin. Berlin hat eine große und lange Radsporttradition und anführend daran ist es natürlich super, dass jetzt mit dem Pro Race Berlin wieder nach 10-11 Jahren es uns gelungen ist, ein Profirennen hier zu etablieren. Erik Zabel war morgens noch beim Jedermannrennen mitgefahren, über das wir noch ausführlich berichten werden. Gleich aber erst einmal der Start, das Pro Race in Berlin, eine Premiere. Zurück in der Hauptstadt in Berlin beim Pro Race. Das erste Profirennen seit 11 Jahren in Berlin. Mit dabei unter anderem hier ganz links André Greipel, mit seinen Qualitäten bei einer möglichen Sprintankunft durchaus favorisiert. Die meisten Fahrer tippten im Vorfeld allerdings auf ihren Kollegen Marcel Kittel, der sich seit Wochen in einer beachtlichen Form befindet. Den Startschuss wird gleich der Herr mit der Pistole übernehmen. Das ist Thomas Hertel, der Staatssekretär für Sport des Senats Berlin. Für Hertel ein Heimspiel, er ist gebürtiger Berlin. Am Start 126 Fahrer, 182 Kilometer sind zu bewältigen. An allen großen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei, beginnend hier mit der Durchfahrt durchs Brandenburger Tor. Wer Berlin noch nicht kennt, lernt es heute bestens kennen. Kurzzeitig wird es auch aus der Stadt herausgehen, nämlich durchs Umland nach Brandenburg und schließlich wieder zurück. Richtung Berlin-Mitte, zum Ziel. Am Morgen gab es bereits das Rennen für die Jedermänner, wahlweise über 60 oder 120 Kilometer. Mit dabei auch ein ganz besonderer Jedermann, der vor 3 Jahren noch weit über 100 Kilo gewogen hatte. Der Vorher-Nachher-Effekt, heute und vor 2 Jahren. 40 Kilo hat Markus Adam abgenommen, vom Lebemann zum Jedermann, von dick zu dünn. Durch den Radsport in ein neues Leben. Ich kann mich an die Situation noch sehr genau erinnern. Ich kam von einem Kundentermin, guckte in den Spiegel und war wirklich also 40 Kilo schwerer und fühlte mich nicht wohl. Ich habe in den Spiegel geguckt und gesagt, so Schluss, aus, Ende. Bin nach Hamburg gegangen ins Radsportzentrum und habe gesagt, Tach, ich bin fett, ich brauche ein Rad. Und der Verkäufer sagte, ja, das stimmt. Markus Adam, der in Hamburg eine Druckerei leitet, ist beim Rennen in Berlin über die 60 Kilometer Distanz am Start. Das Ziel ist erstmal heil und gesund anzukommen. Ja, natürlich möchte man immer sein Ergebnis vom Vorjahr verbessern. Im Vorjahr hatte Markus Adam für die 60 Kilometer 1 Stunde und 40 Minuten gebraucht. Mittlerweile hat er sogar sein eigenes Amateurteam gegründet. 100.000 Euro haben Räder, Trainingslager und Ausrüstung bislang gekostet. In Berlin ist Adams Mannschaft mit 12 Fahrern dabei, 12 unter insgesamt rund 13.000 Jedermännern. Markus Adam war früher ein bekennender Nichtsportler. Heute fährt er täglich mindestens 2 Stunden Rad, ist in Berlin mit einer sehr guten Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde unterwegs. Als 45. ist er 3 Minuten schneller als im Vorjahr. Wunderschönes Wochenende, wunderschönes Wetter, tolle Atmosphäre, Aufregung, Kribbeln. Ja, eigentlich so ein Event, dass man schon sagt, also nächstes Jahr im Mai muss man wieder dabei sein. War eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Nur die Liebe scheint für Markus Adam schöner zu sein als der Radsport. Zurück beim Pro Race Berlin. Über die Jedermänner werden wir im Verlauf der Übertragung noch ausführlich berichten. Jetzt erst einmal wieder zu den Profis. Etwas mehr als 1,1 Kilometer lang die Neutralisationsphase, danach der Start endgültig freigegeben vom Führungsfahrzeug.
Gleich nach dem scharfen Start geht die Post ab. Das Team Skill Shimano mit dem favorisierten Marcel Kittel macht sofort Tempo. Es entwickelt sich eine hektische Anfangsphase, nicht unbedingt so erwartet von den Experten. Hohes Tempo auf den ersten Kilometern raus nach Charlottenburg über Reichsbeachufer, Lützowplatz, Kurfürstenstraße und Otto-Suhr-Allee. Ständig wechselt die Führung, ein Ausreißversuch jagt den anderen. Die erste Gruppe, die sich dann mal länger vom Hauptfeld lösen kann, Simon Geschke, Grisha Janorschke, Theo Reinhardt, Emanuel van Reutenbeek und Philipp Walsleben. Raus geht's zum Wannsee, das Tempo enorm hoch, fast ein 50er Schnitt am Anfang, macht es immer wieder schwierig, fürs Hauptfeld die Lücke zuzufahren. Mit großem Aufwand, die Strecke übrigens abgesperrt, die Straßen für den normalen Verkehr nicht passierbar. Gleich 600 Berliner Polizisten unter anderem für diesen Teil der Organisation verantwortlich. Das Hauptfeld scheint dann doch etwas ermüdet von den zahlreichen Attacken und vom hohen Tempo. Und so richtig bekommen sie die Führungsarbeit dann auch nicht mehr organisiert, vertrauen vielleicht auch zu sehr auf die von vielen vorhergesagte Sprintankunft. Vielleicht werden da zu viele Kräfte geschont. Auf jeden Fall können sich so dauerhaft gleich 9 Fahrer bis zu 5 Minuten vom Rest absetzen. Mit Andreas Klier, Stefan Radochler und Markus Burkhardt gleich 3 Deutsche darunter. Der prominenteste der Gruppe aber mit Abstand Stuart O'Grady, mittlerweile 37 Jahre alt. Vorne mit der Startnummer 43, das ist Andreas Klier von Team Garmin Cervelo, auch schon 35 Jahre alt. Ein Mann mit einem interessanten Lebenslauf, war früher 6 Jahre beim T-Mobile-Team unter Vertrag, gilt als absoluter Klassiker-Spezialist. Sein letzter großer Sieg liegt allerdings schon lange zurück. Vor 4 Jahren gewann er eine Etappe bei der spanischen Vuelta. Das Hauptfeld dann mittlerweile gut 2 Minuten zurück, als es nach 35 Kilometern in Richtung Zehlendorf geht. Ganz entspannt, die Verfolger, alle Favoriten, bis also auf Stuart O'Grady hier versammelt. Das Feld hält sich noch vornehm zurück, spekuliert wohl auch auf den Wind, denn der weht recht stark und damit kommt ein geschlossenes, großes Feld einfach besser zurecht, kann sich dagegen besser wehren als eine kleine Gruppe mit 9 Ausreißern. Das Wetter war sowieso vorher das große Thema. Nach einem sonnigen Vormittag wurde das Rennen bei bewölktem Himmel mittags gestartet. Für den Nachmittag ist allerdings ein Unwetter angekündigt. Das fürchten Veranstalter, Zuschauer und vor allem die Fahrer dann doch sehr. Bis zu diesem Moment ist aber allein der Wind das größte Problem. Ich denke mal, dass der Wind heute ein bisschen eine Rolle spielt, aber ja. Mit 6 Mann ist es halt für jedes Team schwer, wenn man da irgendwo auf die Windkante geht. Dort das Tempo hochzuhalten in der Ausreißergruppe wird ziemlich schwer werden. Gut 60 Kilometer absolviert. Die Spitzengruppe hält noch zusammen, arbeitet sehr gut und kräftesparend. Die Fahrer haben übrigens keinen Funkkontakt, wissen nicht, wie groß ihr Vorsprung ist. Auch deswegen kommen die Teamwagen immer wieder heran, um zu informieren. So macht das hier auch die Omega Pharma Lotto Mannschaft mit ihrem Fahrer David Boucher. Und während die Großen mittendrin sind, die Kleinen bereits im Ziel. Denn es gab auch Radrennen für Kinder. Massensprints und Ausreißversuche, das Rennen der Kinder. Auch die Kleinen bieten großen Sport, große Siege, große Gefühle und große Dramen. Beim Start der 6- bis 7-Jährigen hohe Erwartungen, hohe Ziele. Ich habe mir vorgenommen, unter den ersten 3 zu sein. 1,3 Kilometer sind zu absolvieren, eine Frage der Taktik. Zu fahren und dann in der letzten Kurve rauszufahren. Bestens vorbereitet, bis kurz zuvor wurde trainiert und geübt. Ich habe gestern und heute. Und dann geht es auf die Reise. Wie die Profis auf der gleichen geschichtsträchtigen Strecke. Es führt deutlich Maja Wagenbreth.
Sie wird gewinnen bei den Mädchen. Bei den Jungs entscheidet sich das Rennen auf der Zielgeraden. Nicolas Zappan siegt am Ende. Da war ja noch einer vorne weggefahren. Den musste ich dann erstmal wieder einholen. Das war dann ein bisschen schwierig. Eine Medaille bekommt jeder im Zielbereich, auch die, die sich etwas Zeit gelassen haben und ein wenig später kommen. Oder die, die einen technischen Defekt zu beklagen hatten. Bei der Siegerehrung aber allein Maja Wagenbreth und Nicolas Zippan ganz oben. Zurück bei den Profis, wo der Zeitanzeigewagen der Ausreißergruppe die nötigen Informationen gibt. Knapp 75 Minuten gefahren, voraussichtlich 4 Stunden wird das Rennen insgesamt dauern. Die 9 Führenden sind mittlerweile im Berliner Umland, in Brandenburg, im Landkreis Teltow-Fläming und erreichen dort Ludwigsfelde. Eine radsportbegeisterte Stadt mit knapp 25.000 Einwohnern, die wohl alle Robert Bartko, dem Bahnverfolgungsweltmeister und Olympiasieger, die Daumen drücken. Ich lebe seit 7 Jahren in Ludwigsfelde und das ist ja nun seit 3 Jahren fester Bestandteil des Skoda Velotons. Und ja, das wird nochmal eine heiße Ecke da hinten für mich. Mit 4 Minuten Verspätung auf die Spitzengruppe kommt auch das Hauptfeld mit Robert Bartko nach Ludwigsfelde. Bartko hatte übrigens die kürzeste Anreise zum Start nach Berlin, kam aber als letzter, weil er mit seinem Auto im Stau gestanden hatte. Hoffentlich hat er fürs Rennen einen besseren Plan, eine bessere Taktik mit seinem LKT im Team Brandenburg. Also richtig haben wir unsere Taktik noch nicht beschlossen und wir müssen auch ein bisschen schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Wir werden sicherlich versuchen, wenn Gruppen gehen, die Gruppen zu besetzen und dann werden wir aber auch Leute schonen, die im Finale ordentlich mitmischen sollen. Bartkos Mannschaft organisiert in den rot-schwarzen Trikots zumindest die Verfolgung der Ausreißer. Noch 100 Kilometer. Zeit, kurz den Mann zu beobachten, der wie kaum ein anderer den Radsport verkörpert und das Rennen mitorganisiert. Erik Zabel in Berlin, in Doppelfunktion. Als Sportdirektor bei den Profis, als Teilnehmer bei den Jedermännern. Hier gerade dabei, sich für 60 Kilometer Rennen einzuschreiben. In seiner Geburtsstadt Berlin ist Erik Zabel ein echter Hingucker, eine Attraktion. Bei der Tour de France hat er 6-mal das grüne Trikot gewonnen. Er ist Vollprofi, aber Tipps und Hinweise können ja nie schaden. Und das ist die Rückennummer. Mit Sicherheitsnadeln am Rücken befestigt. Sieht alles gut aus. Hab meine Startnummer bekommen. Kann selber noch die 60-Kilometer-Runde fahren, werde ich natürlich versuchen, ja, eine Stunde 40 vielleicht hinter mich zu bringen, damit ich dann auch wieder arbeiten kann. Ein Jemand bei den Jedermännern. Erik Zabel, 40 Jahre ist er mittlerweile alt. Vor 2 Jahren hat er seine Karriere beendet, aber Radfahren verlernt man ja bekanntlich nie. In Berlin ist er ganz vorne in der Spitzengruppe dabei. Nach 1 Stunde und 31 Minuten ist Zabel als erster seiner Altersklasse im Ziel, hat als Teilnehmer nun Kenntnisse für seine Sportdirektortätigkeit gesammelt. Ja, man muss natürlich immer sagen, Großstadt, viele Autos, auch viele Ampeln, natürlich dann der ein oder andere Ölfleck vielleicht auch. Also für die Fahrer bedeutet das im Umkehrschluss gut aufpassen. Es könnte hier und da auch mal glatt sein, auch wenn der Asphalt gut aussieht. Zabel muss weiter zur Sitzung der sportlichen Leiter. Letzte Informationen für die 23 Mannschaft. Im Namen von Absolut heiße ich Sie hier herzlich willkommen zu diesem ersten Pro Tour Race in Berlin. Zabel ist das Wahrzeichen des Rennens, Roland Hofer ist der Rennleiter. Aber wer wird Sieger des ersten Pro Race in Berlin? Es wird sicherlich schwer für die ganz großen Namen wie Cancellara, O'Grady hier zu gewinnen, weil natürlich viele junge Rennfahrer hungrig sind. Mir fällt da ein Marcel Kittel oder John Degenkolb, die zwei Himmelstürmer aus Deutschland. Sehr erfolgreich dieses Jahr schon. Erik Zabel, 202 Siege als Profi in Berlin in Doppelfunktion, im Zeichen des Radsports. Gleich geht's weiter mit der Entscheidung bei den Profis. Zurück beim Pro Race Berlin und dem Hauptfeld. Nach wie vor auf der Verfolgung einer 9-köpfigen Ausreißergruppe, die mit knapp 5 Minuten Vorsprung vorne liegt.
Weiter hinten im Feld wurde bei moderatem Mitrolltempo ein Plausch unter Freunden gehalten. Heinrich Hausler im Gespräch mit Thomas Pfoten. Absprache der Taktik oder doch der Wind das Gesprächsthema? Ja, eigentlich kommen wir gut zurecht mit dem Wind. Auch der Kurs ist eigentlich flach. Das einzige Problem ist, sind viele Teams. Wir sind auch nur 6 Mann. Es wird schwierig sein zu kontrollieren. Der Deutsch-Australier, einer der Top-Sprinter in diesem Feld, gewann ja in diesem Jahr bei der Fahrt zur Sonne von Paris ans Mittelmeer nach Nizza das grüne Trikot, die Wertung des Punktbesten. Hausler kommt nach Verletzungspause so langsam wieder in Fahrt. Ein anderer Top-Favorit versteckte sich ebenfalls im Hauptfeld, André Greipel, der sich hier bei diesem Rennen gerne mit seinem Erzfeind Mark Cavendish einen heißen Zielsprint geliefert hätte. Der Brite von Team HTC Highroad aber hatte kurzfristig abgesagt, feierte lieber in London am Vorabend seinen Geburtstag. Greipel, der 3 Wochen zuvor einen Etappensieg bei der Türkei-Rundfahrt verbucht hatte, nicht beteiligt an der Verfolgungsarbeit, die leistete in dieser Phase hauptsächlich das Team von Robert Bartko in den roten Trikots. Ebenfalls vorne gesichtet die jungen deutschen Fahrer vom Nationalteam Deutschland und in den schwarzen Trikots die Mannschaft TT Raikkon Argon 18, ein sogenanntes Kontinentalteam. Der Vorsprung der 9-köpfigen Ausreißergruppe betrug bei Rückkehr ins Berliner Stadtgebiet immer noch satte 5 Minuten. Eine very important person unter Jedermännern. Ein deutsches Supermodel. Franziska Knuppe vor dem 60-Kilometer-Rennen. Also Fahrradfahren mag ich schon immer gerne. Es ist irgendwie so, ich fahre unsere Tochter jeden Morgen in den Kindergarten, aber das ist natürlich nichts vergleichbar. Aber ich finde, das ist schon mal eine Herausforderung, die man sich stellen kann. Allerdings, wenn man so die Zahl sieht, 60 Kilometer ist schon, ist eine Ansage. Der Start für Franziska Knuppe und die anderen jeder Frauen und Männer. Auf geht's auf die 60 Kilometer. 36 Jahre ist sie alt. Sie ist Mutter einer Tochter und sie kennt sich hier aus in dieser Gegend. In Potsdam aufgewachsen, in Berlin bekannt geworden als Model. Sie lässt es ruhig angehen in ihrem allerersten Radrennen überhaupt. Spart anfangs Kräfte, doch 20 Kilometer vor Schluss tritt sie an. Fängt sie an aufzuholen. Ihr Ziel nach gut 2 Stunden. Ende gut, Fazit gut. Super, perfekter Tag, perfektes Wetter, super Stadt, super Leute, super Fahrradrennen. Danach ruft sie erstmal bei ihrer Familie an. Franziska Knuppe optimistisch. Ihr erstes soll nicht ihr letztes Rennen gewesen sein. Weiter geht es für die Profiteams beim Pro Race Berlin über den Flughafen Tempelhof, einer der vielen geschichtsträchtigen Punkte Berlins. Die Luftbrücke, nach Ende des Zweiten Weltkriegs von den amerikanischen Streitkräften eingerichtet, dauerte fast 1 Jahr. Die Stippvisite der 126 Radprofis dauerte knapp 5 Minuten. Der Flughafen Tempelhof, heutzutage Erholungsgebiet für die Berliner, damals als Start- und Landeplatz für die Flugzeuge, die sogenannten Rosinenbomber genutzt, um die Versorgung des Westsektors aus der Luft sicherzustellen. Alle Sprinter nach wie vor in Lauerstellung. Wir müssen versuchen, dass wir genug Kraft sparen, dass wir am Ende halt noch gute Beine haben im Sprint, weil hier zählt halt wirklich jedes Korn, was man vorher nicht rausgehauen hat, dass man dann am Ende noch zuzusetzen hat. Wie bei jedem Rennen gibt es die Verpflegungskontrolle für die Fahrer unterwegs. Getränke, Obst und Energieriegel. Schließlich spielt die richtige Ernährung vor und während des Rennens eine ganz entscheidende Rolle für einen Radprofi. Essen und Trinken in kleinen Rationen, um keinen Hungerass zu erleiden. Die Pasta-Party im Automobilforum unter den Linden. John Degenkolb ist zu Gast. Der 22-jährige Sprintexperte aus Gera, der dieses Jahr schon das Rennen Eschborn-Frankfurt gewinnen konnte. Degenkolb zählt in Berlin zu den Favoriten. Die richtige Ernährung vorausgesetzt. Das ist natürlich ganz wichtig, ne? Die Kohlenhydrate, die müssen vorm Rennen aufgetankt werden, die Speicher. Und ja, wenn wir dann in Angriff nehmen. Summer.
Bei der Pasta-Party stimmt ein Bühnenprogramm auf das Rennen ein. Nebenbei können die Gäste Gutes tun auf einem Ergometer. Pro gefahrenen Kilometer wird ein Quadratmeter Wald wiederhergestellt. Ansonsten ist das Gesprächsthema natürlich das Rennen. Wo, wann und wie wird es sich entscheiden? Das ist halt eine klassische Ankunft für einen Massensprint und ich denke, es gibt gute Mannschaften mit dabei, wie mit Lotto und Skill Shimano, die versuchen werden, das Feld zusammenzuhalten und am Ende dann zusammen zu sprinten. Power durch Pasta, gestärkt fürs Rennen. Gestärkt für den Schlusssprint. Die Neuner Ausreißergruppe im Stadtgebiet Berlin am Rosenthaler Platz. 9 verschiedene Teams mit je einem Fahrer vorne vertreten. Vom Team HTC Highroad, das Team von John Degenkolb. Er ist ja ein heißes Eisen für eine Sprintankunft. Michael Albasini, der Schweizer, der auch über enorme Spurtqualitäten verfügt. Die 9 Ausreißer vorbei an der Friedrichstraße näherten sich mit einem 47er Schnitt den Schlussrunden vorbei am Brandenburger Tor und der Siegessäule. Den Hauptbahnhof rechts liegend lassend, wurde schon bald zum ersten Mal die lange Zielgerade unter die Räder genommen. Nach 2,5 Stunden Rennzeit lagen jetzt noch 8 Runden, gleich 65 Kilometer, vor den Ausreißern und dem Hauptfeld. Mit 3 Minuten Rückstand noch nicht geschlagen. Einer, der sich in solchen Dingen auskennt, ist Enrico Peutschke, ehemaliger Mitstreiter von Erik Zabel im Team Milram und seit 2 Jahren sportlicher Leiter beim deutschen Team NetApp. Versucht hier noch einmal Kontakt aufzunehmen zu seinem Fahrer in der Spitzengruppe. Das ist Dimitri Klaas aus Belgien. So, die Spitze des Feldes platziert zum ersten Mal. Dimitri, everything okay? Yeah. 2 minutes? No, 3. 3? 3 minutes, yeah. It was 1 minute. They said to us 1 minute. No, 3. 3 Minuten der Vorsprung, die Kommunikation wichtig beim ProRace Berlin, da kein Funk erlaubt, wie auch beispielsweise bei den großen Rundfahrten Tour de France und Giro d'Italia. Pro Runde und insgesamt 8-mal auf der Straße des 17. Juni, 2-mal vorbei an der Siegessäule. Bei welchem Radrennen in der Welt erlebt man solch historische Highlights in geballter Form? Gewalt, das traf auch auf das Angebot der sogenannten Messe zu. Sehenswürdigkeiten überall, auch auf der Messemeile, gleich neben der Zielgeraden. Ein Erlebnispark nicht nur für Radsportler. Alles, was neu ist und gebraucht wird. Räder, Reifen, Felgen, Trends und Technik der Saison. Also was ganz neu ist, haben wir einerseits jetzt die elektronische Schaltung. Die ist komplett eben ohne Züge, die läuft alles über Motoren und Batterie. Das ist ein erprobtes System, das wurde auch schon bei der Tour de France eingesetzt und gibt etliche Rennteams, die damit unterwegs sind. Das ist natürlich jetzt momentan das Nonplusultra. Ein Marktplatz der Modelle und Mode. Möglichkeiten zum Ausprobieren für groß und klein. Insgesamt Zehntausende Besucher. Hunderte Gelegenheiten zum Gewinnen, zum Genießen, zum Kaufen, Zuschauen und Hören. Eine perfekt organisierte Großveranstaltung. Das Geheimnis ist einfach, dass man durch eine prachtvolle Stadt wie Berlin hier auf abgesperrten Strecken fahren kann. Das ist sicherlich was ganz Besonderes. Gibt es auch kaum in der Welt, insbesondere in Europa nicht, dass die Strecken extra für die Radfahrer abgesperrt werden. Und dann ist das halt eine herrliche Sightseeing-Tour und Sport gemeinsam. Also überall Sehenswürdigkeiten. Überraschung dann am Ende der ersten Zielschleife, die ersten 8,2 Kilometer vor großem Publikum. Stuart O'Grady machte Tempo, 3 mussten abreißen lassen. Steffen Radochler von Team Nutrition, außerdem Martin Reimer, Skill Shimano
und Dimitri Klaas, der Belgier aus dem NetApp-Team. Das Hauptfeld 15 Sekunden näher gerückt, der Rückstand nur noch 2,45. Es wurde weiter Jagd gemacht auf die Ausreißer. Insbesondere Stuart O'Grady, eine Gefahr für die Sprinter im Hauptfeld. Ja, die Zielgerade ist eigentlich flach. Wir haben die Strecke vorher nicht besichtigt, aber es scheint das Terrain für die Sprinter zu sein. André Greipel hat bestimmt Ambitionen, hier in seinem Heimatland zu gewinnen. Er wird bestimmt ganz vorne landen. Der Australier unternahm aber alles, um dies zu verhindern, verschärfte das Tempo. Neben O'Grady noch Michael Albasini vom Team HTC Heirut, Markus Burkhardt vom BMC Racing Team und Blas Jarek Adria Mobil mit dabei. Außerdem David Boucher von der Mannschaft Omega Pharma Lotto und Andreas Klier vom Team Garmin Cervelo. Der Vorsprung dieser sechs aufs Hauptfeld, ca. 2,40, ob das reichen würde? Die Sprinter machten sich wieder Hoffnungen. Wen sehen Sie ganz vorne heute? Ja, also der Top-Favorit ist natürlich André Greipel mit seinem Lotto Omega Pharma Team. Und dann ist für mich persönlich noch der nächste Favorit Marcel Kittel vom Skill Shimano Team. Also die sind sehr schnell und die Zielgerade liegt den beiden Fahrern unheimlich. Drei Runden sind noch zu fahren, meine Damen und Herren. Das bedeutet gleichzeitig 24,6 Kilometer. Riesengroß die Begeisterung für die Radprofis an der Strecke. Anfeuerung für die Ausreißer, aber auch für die Verfolger. Berlin hat schon ein radsportverrücktes Publikum. Noch drei Runden, der Vorsprung nur noch 1 Minute 40. Der Abstand wurde von Runde zu Runde kleiner. Wenn man so auf die Startliste guckt, man liest Namen wie André Greipel, Heinrich Hausler und noch viele andere deutsche Sprinter, die auch hier ihre Chance suchen. Und ich denke, es gibt viele mögliche Sieger heute und deswegen, ich denke, das ist viel möglich für andere auch. Die letzten 8,2 Kilometer eingeläutet. Eine Runde noch. Der Abstand nur noch 23 Sekunden. Alles deutet also auf eine Sprintankunft des geschlossenen Feldes hin. Im Hauptfeld versuchen die Teams schon die entsprechenden Positionen zu beziehen, um ihre Sprinter in eine gute Ausgangslage zu bringen. Das Hauptfeld rückt näher. David Boucher vom Greipel-Team Omega Pharma Lotto hier ganz hinten. Ihm war wohl klar, dass der Ausreißversuch über 170 Kilometer bald ein Ende haben würde. Hier der Franzose. Noch 4 Kilometer, das Hauptfeld flog heran, fuhr 2 Kilometer vor dem Ziel die Lücke zu. Es kam also in der Tat zur von allen Experten vorhergesagten Sprintankunft. Vorne Marcel Kittel, klasse vom Team, in Position gefahren, lässt allen anderen keine Chance und gewinnt die erste Auflage des Pro Race Berlin. Der Erfolg in der deutschen Hauptstadt ist zugleich sein 6. Saisonsieg 2011. Kittel 1,5 Radlängen vor Nizzolo, 3. Markov. Ganz enge Entscheidung um Rang 4. 4. Montreal, 5. Selig. 2 junge deutsche Nachwuchsfahrer. 6. John Murphy und 7. Henning Bommel. Kittel aber der Mann mit den schnellsten Beinen am Ende. Glückwunsch an den Modellathleten aus Arnstadt in Thüringen. Das Ergebnis hier noch einmal zum Genießen. Neben Kittel 5 weitere deutsche Fahrer unter den besten 10. Montreal, Bommel, Janoschke, Tömel und Selig. Sieger Marcel Kittel im Athletenbereich hinter der Bühne. Weiter geht es gleich nach einer kurzen Unterbrechung mit der Siegerehrung.
Zurück beim ProRace in Berlin mit Sieger Marcel Kittel und Erik Zabel, der dem jungen deutschen Nachwuchssprinter den weiteren organisatorischen Ablauf erklärt. Auch das gehört zu den Aufgaben des Renndirektors Zabel, der oft genug in der Rolle von Kittel war, die ein oder andere Sprintankunft für sich entschieden hat. Mit 202 Siegen nach Eddy Merckx aus Belgien ist Zabel der erfolgreichste Straßenfahrer der Welt, 12 Etappensiege bei der Tour, 88 grüne Trikots. Deutschland zu Hause, im Moment einer der schnellsten Sprinter der Welt. Herzlich willkommen, Marcel Kittel, Deutschland. Der Thüringer Marcel Kittel auf der Bühne, auf dem Weg zur obersten Stufe des Podiums. Und die Sieger? Trophäe gab es von keinem Geringeren als dem ehemaligen Sprintstar und heutigen ProRace-Renndirektor Erik Zabel. Mit seinem Sieg bestätigte Kittel seine starke Form in diesem Jahr. Bereits beim Rennen 4 Tage von Dünkirchen feierte der 23-Jährige 4 Etappenerfolge und dazu eine Etappe bei der Tour de Langkawi in Asien. Und er fuhr beim rheinischen Klassiker rund um Köln als Zweiter aufs Podium, hinter Michael Matthews, Australien. Zweiter bei der ersten Auflage des ProRace Berlin, Giacomo Nizzolo, Dritter bei rund um Köln 2011, der Italiener von der Mannschaft Leopard Trek, hat also den Wunsch von Fabian Cancellara, seinem Teamkollegen, fast wahr werden lassen. Dritter Platz für Alexei Markov vom Nationalteam Russlands, der bei den Olympischen Spielen in Peking eine Bronzemedaille bei den Bahnwettbewerben gewann. Einer der Topfahrer aus Russland in unmittelbarer Nähe zum russischen Ehrendenkmal, also an der Straße des 17. Juni, unter den besten drei. Marcel Kittel lässt sich feiern. Viele hatten ihn auf der Rechnung, inklusive Erik Zabel. Aber ihm selber ist eine große Last von den Schultern gefallen, hat er nachher erzählt. Ein wenig Druck hatte er schon verspürt. Kein Wunder, ist doch solch ein Rennen vor dieser tollen Kulisse für jeden Sportler etwas Besonderes. Und nach 11 Jahren Pause gab es endlich in Berlin wieder einen deutschen Sieger in einem Profirennen zu bejubeln. Ja, also ich konnte ja in das Rennen eigentlich entspannt rangehen. Ich habe in Dünkirchen gezeigt, dass ich gute Beine habe. Und von daher war ich da eigentlich auch recht selbstbewusst und habe versucht, dann auf der Zielgeraden eine gute Position zu erwischen. Das hat geklappt. Und dann habe ich einfach meinen Sprint durchgezogen. Und natürlich, ein bisschen Erwartungsdruck ist da schon abgefallen, das stimmt schon. Also von daher war das einfach eine super Sache heute. Mein Team hat wahnsinnig gut gearbeitet. Alle Jungs haben 100% gegeben, 110%. Und Roger Kluge hat mich dann an das Hinterrad vom Giacomo Nizzolo gefahren. Und dann war ich am Zug von Leopard Trek halt dran und konnte dann bei 180 Metern vor dem Ziel rausgehen und selber losfahren. Und es war sehr, sehr, sehr gut. Das Team hat super gearbeitet. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz doll bedanken bei den Jungs. Schon bedeutsamer Sieg, oder? Hier in Berlin zu gewinnen. Auf jeden Fall. Die erste Auflage des eines neuen deutschen Rennens, dann auch noch so ein großes mit guten, hochklassigen Startern. Also ich bin super happy und ich freue mich riesig. Das Foto für die Kittel-Fans obligatorisch durfte natürlich nicht fehlen. Aber als siegreicher Profi macht man so etwas ja gerne. Von diesem bescheidenen Sportler wird man in der Zukunft noch viel hören. Morgens kurz nach 7.
Die Masse wartet, trifft allerletzte Vorbereitungen. 13.000 Freizeitsportler starten zum zweitgrößten Radrennen Europas. Es beginnt die Tour der Hauptstadt. Durchs Brandenburger Tor, vorbei am Reichstag, wird dann anschließend das Charlottenburger Schloss rechts liegen gelassen. Wahlweise 60 Kilometer oder 120 Kilometer unterwegs in und um Berlin herum. Nach 60 Kilometern, allen davongefahren mit einer Siegerzeit von 1 Stunde und 27 Minuten, Moritz Schaffner, übrigens bayerischer Zeitfahrmeister in Berlin, eine Minute schneller als der Rest. Wird denn irgendwie gefeiert? Ist da irgendwie Familie mit dabei oder Freunde? Da hinten. Ah, okay, die schauen gerade alle kommt zu. Mal her. Da. Was sagt denn die Familie oder die Freundin dazu? Ja. Im Ziel gestanden und mitgejubelt? Oder? Leider nicht. Gar nicht so richtig. Uns hat leider keiner so genau sagen können, wo das Ziel ist. Wir waren schon auf dem Weg hierher und dann haben sie uns wieder zurückgeschickt. Also ich war leider nicht dabei. Aber ich finde es natürlich beeindruckend. Während die Fahrer nach und nach ins Ziel kommen, können die anderen sich schon ihre ganz persönliche Medaille gravieren lassen. Jetzt ist es Zeit, den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen und sich feiern zu lassen. Der Skoda Veloton ist ein einziges Radsportfest. Das ist ein gutes Zeichen. Radsport lebt und soll auch weiter fortgeführt werden. Auf allen Ebenen, vom Breitensport bis hin zum Hochleistungssport. Eine Mannschaft improvisiert sogar eine eigene Siegerehrung. Gewinner sind an diesem Tag alle, die mitgemacht haben. Die Jedermänner begeistert und auch für die Profis war und ist Berlin ein tolles Erlebnis. Es ist für Deutschland oder für den deutschen Radsport sehr, sehr wichtig, dass es solche Veranstalter wie Absolut oder wie Skoda, die Unterstützer gibt, die da Geld und Arbeit reinstecken, um solche Projekte hier auf die Beine zu stellen. Und natürlich, also bin ich absolut überzeugt davon, dass das die Zukunft ist. Vor so einer Kulisse in Berlin so ein Rennen halt stattfinden zu lassen, ist erstmal Hochachtung vom Veranstalter, hat sehr viel mit Organisation zu tun. Es hat Riesenpotenzial und ich denke in den nächsten paar Jahren, es kann schon, gehört zu die, so wie zum Hamburg, so ein Pro-Tour-Rennen. Und ich würde es schön finden, wenn es solche Rennen wieder in Deutschland gibt. Was hier organisiert wurde, wie das Rennen aufgestellt ist, einfach eine tolle Sache. Ich denke, die Begeisterung ist auf jeden Fall da. Ich habe heute die Leute gesehen, wie sie begeistert, überrascht uns gesehen haben, dass wir hier durch die Hauptstadt rollen. Und allein die Kulisse, also es ist eine wahre Sightseeing-Tour durch die Stadt. Und es hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf nächstes Jahr. Dann will Marcel Kittel aller Voraussicht nach erneut antreten, um das Pro Race Berlin 2012 erneut zu gewinnen.